Herzlich willkommen zurück zu Haunt, The Real Slender Game. Zweiter Versuch. Also, wir sind hier gerade im zweiten Versuch. Und wahrscheinlich erwischt er uns jetzt gleich wieder genau an der gleichen Stelle wie vorher. So, damit ist Crab. Ich vermute, dass es in diesem Haus nur ein Crab hat, aber ich bin mir nicht sicher. Deswegen durchsucht das Ganze. Und wisst ihr was? Ich save jetzt hier gleich nochmal. Wobei mir gerade gar nicht bewusst ist, was dieses Save bringen soll. Ach so, wir können dann... Ja, klar, natürlich. Wir können das Spiel dann beenden und dann an der gleichen Stelle weiterspielen. Weil ich dachte gerade, bringt es dann was, wenn man von Slenderman erwischt wird, dass man nochmal an die Stelle kann oder so. Aber das würde ja sehr wenig Sinn ergeben. So, hier ist nichts. Keine Batterien, kein gar nichts. So, hier auch nicht. Was ich auch nochmal spielen wollte, vielleicht, das, da muss ich eine sehr gute geistige Verfassung haben, dass ich das wirklich durchziehe, ist eine weitere Folge SCP-087-B. Nachdem ich in der ersten ja dermaßen gefailt habe und eigentlich die ganze Folge damit verbracht habe, mir in die Hose zu kacken, würde ich gern noch eine Folge spielen mit Köpfchen sozusagen. Ich werde mich da auch extra ein bisschen spoilern davor, wie man diesem Viech oder Monster oder was es auch immer sein soll, ausweicht. Oder wie man einfach dieses dämliche Ding überlebt. Wir haben aber hier gar keinen Schlüssel gefunden. Wir haben hier vorher einen Schlüssel gefunden. Ja, wir waren doch in allen Räumen. Scheiße. Ja, toll. Das hat uns jetzt auch kaum was gebracht, hier diese Hauserkundung. So, gucken wir mal, wo wir sind. Wir sind jetzt am Haus. Was gibt's für Optionen? Hier, hier, hier. Wir müssen nicht mehr zu diesem Turm, weil der ist abgeschlossen. Außer, das ist natürlich auch random, aber das glaube ich nicht. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier diesen... Ist es der Weg? Ja. Ich glaube, wir dürfen nicht so lange hier stehen bleiben. Wir folgen einfach mal dem Weg zur Pine. Mal sehen. Vermutlich kommt Slendy uns wieder in den Quere. Dann müssen wir irgendwo woanders hinlaufen. Das war ja bei allen Slender-Spielen schon so, wenn man schön geplant hat, wo man hin will, als nächstes kommt dieser Penner und dann konnte man sich wieder was Neues überlegen. Huch, jetzt weiß ich gar nicht, wo ich lang muss. Also das ist eigentlich hier für ein kranker Park, ganz ehrlich. Also. Beziehungsweise wie krank muss man sein, dass man hier nachts hergeht. Wobei, wir sind ja anscheinend irgendwie ohnmächtig gewesen oder so. Was ist das hier? Hier ist ein Zaun. Ja, da scheint jetzt nichts Großartiges dabei zu sein. Falls wir nochmal eine Runde spielen, nach dieser hier, was ich eigentlich glaube, werde ich wieder auf Gamer spielen, weil bisher ist es ja, ich weiß, ich verschreie es jetzt und vorher habe ich mich darüber beschwert, dass es so schnell ging, aber bisher ist es ja schon sehr, sehr lame. Muss man einfach mal sagen. Was kann ich noch so sagen? Genau, ich kann mal zu meinen zukünftigen LP-Plänen ein bisschen was sagen. Und zwar habe ich mir vorgenommen, ab jetzt, also ab, weiß ich, in zwei, drei Wochen oder so, werde ich die Struktur ein bisschen ändern. Und zwar, Tom Clancy nähert sich ja jetzt auch dem Ende. Wo sind wir jetzt? Jetzt gehen wir mal zu dieser Pinie. Die müsste hier irgendwo sein. Moment, ist die nach dem Weg? Ja. Werde ich das Ganze ein bisschen ändern. Tom Clancy ist jetzt demnächst vorbei. Und danach werde ich so handhaben, dass wir immer ein großes Haupt-LP haben, wie zum Beispiel Sniper Ghost Warrior vor einiger Zeit. Und dann eben das, ich nenne es mal 6. Juni-Spiel. Genau. Dazu ein Horror oder ein oder zwei Horrorspiele. Wie jetzt aktuell Amnesia und Cry of Fear. Cry of Fear wird sich noch eine Weile ziehen, das weiß ich. Amnesia nähert sich dem Ende, habe ich so das Gefühl, so langsam. Da brauche ich natürlich Ersatz dafür. Wie gesagt, Tipps immer in die Comments. Also ich will mindestens ein wirkliches Horrorspiel immer am Laufen haben. Das also... Uah, was flüstert hier? Schnauze. Oh, hier ist ein Scrap. What is wrong with this place? Was knurrt hier vor allem? Pine, Pine, Pine. Ja, sehr witzig. Was knurrt denn hier?
Ich gehe hier weg. Ja, ist ja ekelhaft hier. Slendy, komm mal, ich fühle mich einsam. Geh mal da rein und sag dem bösen Hund, der soll still sein oder Wolf oder was das war. Naja, also kurz gesagt, ein Haupt-LP, ein oder zwei Horrorspiele. Wow, we are body boy. Kommt denn der jetzt her? Und dann. Jetzt ist er weg. Ich bin in die Richtung. Wo ist er jetzt schon wieder? Entscheid dich, Junge. Wo ist er denn? Ach, da ist er. Oh Mann. Dann gehen wir halt doch in die Richtung. Und dann eben noch immer so ein paar Indie-Games dazu haben, wie jetzt das hier. Keine Ahnung, was wollte ich noch spielen? Lass mich mal überlegen. Es gibt ja viel so kleine Horror-Indie-Games. Was ich zum Beispiel noch interessant finde, was ich auch mal probieren wollte, das habe ich von Markiplier geklaut oder Markiplier oder ihr wisst schon. Hello everybody, bla bla bla. Wäre Slender the Nine Pages. Der Titel spricht vermutlich für sich. Das soll auch relativ heftig sein. Und nach dem hier wäre das, glaube ich, auch echt nicht schlecht. Wieder ein bisschen was Schockierenderes zu spielen. Was gibt's noch? SCP Containment Breach. Gibt's ja auch immer noch, aber ob ich das unbedingt spielen will. Ich hab da mal reingeguckt. Ja. Das hat natürlich schon was, aber. Oh, hier kommen wir gar nicht runter. Aber es sah jetzt nicht so wahnsinnig spannend aus. Wie gesagt, alle Tipps immer unten in die Kommentare. Ich freue mich über alles. Vor allem, wo ich natürlich echt gut überlegen muss, ist dann, wenn wir Nachfolger brauchen für Amnesia oder Cry of Fear. Weil das müssen ja dann längere Horrorspiele sein. Ich sehe einen Typewriter und einen Scrap. Das müssen ja dann wieder so längere Horrorspiele sein. Und ich weiß, mir fällt wirklich... Ich weiß bloß, dass es Grey. Grey wollte ich vielleicht noch spielen. Ist ja auch ein bisschen länger. Allerdings müsste ich mir dazu, glaube ich, Half-Life kaufen, weil das ist immer noch eine Mod für Half-Life. Aber vielleicht wird es ja auch irgendwann wie Cry of Fear als normales Game released. Das wäre super. Wir werden sehen. Dann, was gibt's noch? Nightmare House. Das ist das gleiche Problem. Ist auch eine Mod. Teil 1 und 2, soweit ich weiß. Aber auch das sind keine wirklich langen Horrorspiele, also. Ich weiß nicht, wisst ihr noch irgendwelche Horrorspiele, die wirklich so lang sind wie Amnesia oder Cry of Fear? Und Amnesia soll es ja auch im Spätsommer den zweiten Teil geben. Kein Plan, wie der heißt, aber. Das ist ja normal. Also bei mir. Das wäre natürlich noch eine Option. Naja, wir werden sehen. Was, Landy? Von wo? Ach, da vorne. Scheiße. Ich laufe mal hier eben in den Wald. Verdammt, ich will hier irgendwie weg. Ich will nicht den ganzen Scheißweg nochmal laufen. Na gut, dann laufe ich wieder zurück, was soll's. Also Entschuldigung, aber ich finde dieses Spiel langweilig bisher. Ich gebe zu, das eine war ein guter Schockmoment, als er uns da plötzlich hatte. Also Schock ist auch übertrieben. Ein kleines Schreckmomentchen, könnte man sagen. Als er uns da plötzlich hatte. Aber wie gesagt, das fand ich auch ein bisschen ätzend, dass es so früh schon ist. Aber ansonsten, wenn ich an die Angstzustände denke, die ich während Slender the Eight Pages hatte. Also, das ist wie Himmel und Hölle. Wenn wir schon mal hier sind, warum nicht? Ich weiß gar nicht, warum ich das mache. Das bringt eh nichts, weil, also es bringt schon was, aber ich werde jetzt eh nicht das Spiel beenden. Scheiße, jetzt kommen wir hier gar nicht mehr hoch, oder wie? Wie sind wir denn hierher gekommen? Ach, da. Ach, wir kamen von da, genau. Nee. Kamen von hier, oder? Nee, da sind wir gerade. Oh, jetzt laufe ich halt wieder hier runter. Wenn er mir jetzt entgegenkommt, dann weiß ich nicht, was wir machen, weil wir, glaube ich, von da oben nicht mehr wegkommen. Die Karte hier ist schon verdammt groß, das muss ich zugeben. Wie sieht's mit den Scraps aus? Ach, scheiße. Das ist ein bisschen ätzend hier. Wenn man diese Scraps anguckt, dann läuft ja das Spiel ganz normal weiter. Und man ist sozusagen nicht geschützt. So, da vorne war er vorher. Hoffen wir mal, dass er jetzt nicht wieder da ist. Hier geht's aber auch noch lang. Oder? Ja, durch den Stein.
Jetzt ist er wieder da vorne, oder? Ja, wo ist er denn? Ich sehe ihn gar nicht. Ja, doch, da vorne ist er. Hey, es ist doch scheiße. Jetzt müssen wir schon. Sorry, dass ich jetzt schon wieder hier rüber zurücklaufe, aber. Bringt ja nichts. Wir müssen hier irgendwie wegkommen. Wir sind doch irgendwo zu diesem Haus da gerade gekommen. Da muss doch auch irgendwo wieder weggehen. Kann doch nicht wahr sein. Ich freue mich sehr auf das zweite Game, das ich nach dem hier spielen werde. Das ist kein kostenloses Game, das kann ich schon mal verraten. Es hat jetzt auch nicht die Welt gekostet, das kann ich dazu verraten. Sag mal, wie zum Geier sind wir hierher gekommen? Wir sind doch irgendwie von da oben gekommen. Ja, von hier sind wir doch gekommen. Wie komme ich da zurück? Hä? Ich bin jetzt vollkommen verblödet. Ja, wir glitschen so langsam hier hoch. Und da sind wir gekommen. Nö, wir kommen hier nicht mehr weg. Wir müssen zurück. Wir müssen wieder da runter. Und da steht er wieder. Na super, dann ist es wieder vorbei. Gut. Folgender Vorschlag. Wir laufen da jetzt wieder hin. Wenn er wieder steht, lasse ich mich erwischen. Und dann fangen wir nochmal an. Weil es bringt ja nichts. Wir kommen hier nicht mehr weg. Ich kann nochmal die Augen offen halten, ob hier noch irgendein anderer Weg wegführt, aber das bezweifle ich ehrlich gesagt. Es geht hier glaube ich auch nicht, dass man so gut an ihm vorbeirennen kann, weil er ja, wenn er lang genug glaube ich in Sichtweite ist, springt er so zu einem her, wie vorher. So, hier ist er jetzt gleich wieder irgendwo, oder? Ich könnte ja mal rückwärts auf ihn zulaufen. Ja, da ist er schon. Huch. Wow. Ich glitsch hier irgendwo zwischen Felsen und Dingern durch. Oh. Okay, wir sind doch noch, wir leben doch noch und wir sind hier an einer Kirche, wie es aussieht. Ach, das ist diese Chapel, die wurde da vorher schon mal erwähnt. Cool. Wir haben es doch geschafft. Na dann mal sehen, wie weit wir mit diesem Leben noch kommen. Ich renne hier gerade auch mehr aus dem Grund, dass wir schneller vorankommen, als dass wir vor einem Slender flüchten, weil der wirkt jetzt ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig bedrohlich, weil er eigentlich nie hinter einem ist. Er taucht wenn dann immer vor einem aus auf, flackert ein bisschen rum und geht wieder. Aber was heißt, dann gehe ich halt. So, hier ist ein Zaun. Suchen wir mal den Eingang, aber wahrscheinlich brauchen wir eh wieder einen Schlüssel dafür. Das ist halt schon ein bisschen ätzend, dass man hier auch noch Schlüssel braucht. Weil das Gebiet ist halt schon verdammt weitläufig. Du bist damit wirklich mit keinem bisherigen Slender-Spiel. Ist das die Tür? Nö. Mit keinem Slender-Spiel bisher zu vergleichen, die Größe hier. Lalala. Ist auch so, es wäre voll erschreckend, wenn er hier so in dem zwischen den Pflanzen ständ, aber man sieht ihn halt schon so viel früher. Dass mir dann echt nicht erschreckt. So, was haben wir hier? Hä? Das ist wirklich eine Kirche. Diese Lastwagen hier sehen nämlich nicht wirklich nach Kirche aus. Komme ich hier durch, ja. Aber was bringt's? So. Liegt hier auf diesen komischen Kanistern irgendwas? Auch nicht. Ja, super. Hier eine funzliche Straßenlaterne. Auch so mehr zufällig in die Welt gesetzt. Huch. Kommen wir nochmal rein? Ja, hier. Okay, wo sind wir? Hier ist eine Tür, in die wir natürlich nicht reinkommen. So geht's jetzt hier in die Chapel. Das ist garantiert auch verschlossen, das Tor da vorne. Es würde mich jetzt wahnsinnig wundern, wenn das offen wäre. Ja. Super, also wir brauchen noch zwei Schlüssel. Plus den Schlüssel für dieses, für diesen Ausguckturm da. Na, dann mal viel Spaß. Hier wäre mal wieder so eine Karte ganz recht.
damit ich mich ein bisschen orientieren kann. Naja, was soll's. Wir suchen in der nächsten Folge weiter. Und bis dahin, tschüss, bye bye.